Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zurück bei einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, wir fangen nicht an, wo wir letzte Folge aufgehört haben, ich weiß. Liegt daran, dass ich ein bisschen was offscreen gemacht habe. Ja, es tut mir leid. Und zwar hatte ich einfach keine Lust auf Schatzsuche. Und dementsprechend habe ich die Mission Ein Hauch von Liebe eben offscreen gemacht. Hab das damit erwirtschaftete Gold auch schon gut angelegt in eine Zaubertrankformel. Und ja, ich würde sagen, ja, upsie, aber egal. Nun, jetzt haben wir aber endlich keine blöde Mission mehr, die hier uns im Wege steht. Wir gehen jetzt noch einmal kurz zurück zum Raum der Wünsche. Und dann kümmern wir uns auch schon um Percival Rackhams erste. War das Percival? Hieß der Percival Rackham? Percival Rackham, ja. Um Percival Rackhams erste Prüfung, würde ich sagen. Oh ja. Genau, aber erst noch einmal hier in den Raum der Wünsche. Da holen wir uns noch mal ganz kurz ein bisschen Verstärkung. Ein bisschen botanische Verstärkung. Können auch noch mal eben gucken, ob wir hier was zu entzaubern haben. Im Nee, Moment haben wir brauche ich nicht. ihn für Haben wir nichts. nicht. Ich finde, sie sollten So, wir schnappen uns mal hier die fertigen Tränke. Dann hier noch ein bisschen die. Das Diktam. Ach, das ist noch nicht fertig? Okay, krass. Okay. Gucken wir mal eben hier nach den großen Pflanzen. Aber gut, ich meine, wenn. Oh. Ja, die werden jetzt so langsam fertig. Okay, wir haben noch nicht alles wieder, aber wir schnappen uns auf jeden Fall schon mal eine kleine süße Araune. Und darauf warten wir jetzt nicht, würde ich sagen. Wir machen jetzt einfach mal die Prüfung. Wird schon nicht zu schwer sein. Ist ja nur die erste Prüfung. Okay, kann ich mir aber nicht auf der Karte anschauen, oder wie? Oh doch, kann ich. Let's go. Ja, den Weg dahin haben wir schon ziemlich gut erkundet, ne? Und ich würde sagen, wir fliegen da jetzt einfach mal hin. Mit dem Flugpulver. Punkt. Ja, so sieht's mal aus. So, jetzt warten wir hier und dann machen wir hier die erste Prüfung. Ah, bis der gute Dulden. Professor Fick da ist, da ist er schon. Hey, was geht ab? Interagiert mir Wir mal. sind nicht allein. Nein, Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Krass, wie der die entdeckt hat. Also ich habe die gar nicht Das ist nicht gesehen. gerade ideal. Aber Das stimmt gut. wohl. Ich Hier würde sagen, wir entlang. machen uns einfach mal ein Und bisschen. ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Ja, ich Wir bin schon sollten sie desillusioniert, nur mein nicht Lieber. ankündigen. Revelio. Ja, dann mach dich mal unsichtbar, Bro. Was soll denn das? Beeilung. So, wenn du einen Gegner unerkannt erreichst, kannst du Petrificus Totalus wirken. Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet, während starke Gegner erheblichen Schaden nehmen. Ja, das wissen wir ja schon, ne? Das heißt, wir müssen den irgendwie erreichen. Der ist auch schön von uns weggedreht, sodass wir schön mal Wirken Petrificus Sie aus Ihrem Totalus. Versteck. Petrificus Totalus. Gut gemacht. Okay. Ich meine, ich würde mich ein bisschen freuen, wenn der einfach stirbt oder so, ne? Revelio. Okay. Ach, der verschwindet. Der despawnt auch einfach. Das ist ja cool. Hier muss es etwas geben. Renrock hat's mit Petrificus Totalus. Schön, Petrificus Totalus sind die jetzt einfach mal alle hier. Ganz entspannt. Hallo? Muss es etwas geben? Renrock hat's gesagt. Ganz entspannt. Renrock hat's gesagt. So, jetzt haben wir hier schon mal die meisten Petrificus Revelio. Totalus, würde ich sagen. Aber wir können den Fight auch mal einfach ein bisschen leise machen, ne? Ich glaube, die stehen auch extra. Revelio. Ah, wir looten aber erstmal ein ganz bisschen, ne? Wir haben ja keinen Zeitdruck. Wir haben ja absolut keinen Zeitdruck. Schnappen wir uns mal hier die Truhe. Was war? Eindringling!
Okay, okay, okay. Okay, ich glaube, wir haben die jetzt noch nicht verhört oder so, aber wir haben sie wenigstens besiegt. Das war auch eine gute Sache. Und diesmal habe ich mich auch nicht so super doof angestellt. Ich kann keine Megapower-Tränke mehr tragen. Okay. 25 ist scheinbar das Maximum. Wer hätte das gedacht? So, Revelio. Schauen wir mal nach. Befehle. Durchsuche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem offen, was mit dem Namen zu tun haben könnte. Welche Namen und warum hier? Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Renrock. Das ist ja höchst interessant. Schauen wir mal, wie wir das am besten verhindern können. Ah, okay. Du wirst bluten. Vielleicht ein bisschen, aber du wirst sterben. Okay. Und wieder haben wir uns verdammt gut geschlagen und ich kann wieder keine Megapower-Tränke aufnehmen. Okay, nice. Ich meine, das ist aber ein gutes Zeichen. Das heißt, wir verbessern uns langsam ein ganz bisschen. Das ist hammermäßig. Die Kobolde von den Prüfungen wissen. Aber sie wissen, dass dieser Ort besonders ist. So, schauen wir mal nach. Was ist das hier? Jede Menge Megapower-Tränke würden hier liegen, theoretisch und auch praktisch. Oh, naja, die brauchen wir ja nicht mehr. Wir sind ja schon Megapower-mäßig ausgestattet. Es kann kein Zufall sein, dass wir hier auf Renrocks Anhänger gestoßen sind. Beklauen wir die mal noch mal ein bisschen. Ich meine, wir haben die eh schon getötet, na. Können wir auch noch einen brutalen Hauptüberfall draus machen? Das Rebellion kann sein. Hätte der mich mal nicht entdeckt, ey. Sie ist verschlossen. Dann wärt ihr nur Petrifluss Totalus. Petrifluss Totalust. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Und wie wir das machen. Also Alohomora will ich endlich mal lernen. Das kann halt nicht sein, dass ich immer vor diesen scheiß Türen da stehe. Da ist jemand ein eifriger Leser. Lesen wir mal ein bisschen, okay. Die meisten dieser Titel sagen mir überhaupt nichts. Sind das etwa Namen? Mhm. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. So, schauen wir mal hier noch ein bisschen nach Loot. So, und jetzt ab hier hoch. Dann gucken wir mal nach, wo die erste Prüfung ist. Hier ist er doch gelacht. Und dann soll der mir endlich Alohomora beibringen, dieser Typ. Ah, ein Teechen noch zwischendurch. Feine britische Gentlemen sind wir hier. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so... Rebellion. Was sind für Wesen? Hier ist willkommen in Senbakars Turm. Hallo, Professor. Nein, jetzt habe ich die Truhe nicht lupen können. Senbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag. Dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Och, war nicht so schwer. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fix Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild.
Wir müssen herausfinden, woher Ranrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Alles klar. Dann können wir das noch looten. Und dann fangen wir gleich ein mit der ersten Prüfung an. Unten, in der Nähe des Eingangs. Schauen wir mal nach. Ich brauche meine Alohomora und das ist einfach Stufe 3, krass. Kann ich nochmal mit ihm reden? Jetzt, wo der Außenseiter weg ist. So, ein Speicher alter Magie. Das sieht doch gut aus. Aktivieren wir das mal und finden einfach eine Tür. Ist einfach besser als Alohomora. Viel besser als Alohomora. Ein bisschen Revelio. Wir wollen auch wissen, wo wir hinwollen. Uns hier einlassen. Oh, können wir hier gleich fliegen? Ich sehe einen Luftballon. Gut, ich denke mal, das ist dafür, wenn wir da draußen sind. Und jetzt geht es erstmal tiefer in eine Höhle rein, wo wir ein paar Rätsel machen oder so. Alles klar, die erste Prüfung. Okay, schließt die Prüfung von Percival Rackham ab. Ja, das sieht nach einer Prüfung aus. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Genau. Also sieht schon sehr schön aus. Also hat man sehr, sehr schön gemacht, das Spiel. Ja, ein bisschen hier Zerstörungswut. Bam. Und warum? Weil ich es kann. Und womit? Mit Recht. So, machen wir uns mal ein Bild von der Lage hier. Hier gibt es Treppen nach unten. Da soll ich scheinbar hin. Wir werden, bevor es hier weitergeht, gucken wir nochmal kurz nach oben. Da ist nämlich noch eine Brücke. Ah, die können wir hier wahrscheinlich ausfahren. Okay. Aber dafür müssen wir nach unten. Jetzt müssen wir ein bisschen was anzünden. Beeindruckend. So, alte Magie. Ja. Was muss passiert sein? Ich sollte mich umsehen. Truhe hier aufgetaucht mit 60 Gold. Geil. Okay. Ah, okay. Ich muss quasi jetzt durch diesen Schleier gehen, dann komme ich in eine andere Welt rein und da ist dann hier so eine Brücke. Das ist ja cool. Okay. Ist ja einfach verständlich. So, und jetzt habe ich hier diesen ganzen Schleierkram um mich herum. Dann gehen wir einmal weiter. Und da ist dann vielleicht nochmal so ein Wasserschleier. Und dann kommen wir wieder zurück zur normalen Welt. Und jetzt sehe ich es wieder nicht. Jetzt ist sie wieder weg, die Brücke. Also ich bin schon durch den Schleier gegangen. Okay. Oh, vielleicht ist ja der Schleier von Harry Potter 5 auch sowas. Okay. Easy peasy. Okay, da ist auch wieder so ein Torbogen, ob ich da auch wieder in eine andere Welt kommen kann. Die Parallelwelt. Oder die alte Magiewelt. Okay. Besser schon mal alle von denen zerstören. Bevor die mich am Ende noch angreifen. Das wollen wir nicht. Schauen uns mal ganz kurz hier um. Handschuhe gefunden. Die werden erstmal eingetütet. Dann zerstören wir den noch und den noch, bevor die uns gleich angreifen. Und jetzt gehen wir durch das Tor. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas von beiden Seiten reingehen kann. Ja, sieht gut aus. Aber so komme ich quasi in so eine Art Aufzug rein. Das ist ja höchst interessant. Jetzt bin ich in so einem komischen Gang drin. Okay, gehen wir mal weiter. Oh je, jede Menge Statuen. Ich wittere,
eine Prüfung in Form eines Kampfes. Revelio. Erstmal wirken wir erstmal Revelio. Okay, jetzt haben wir hier zwei so Eier gefunden. Okay, die Statue kann ich nicht das zerstören. Hat mir gerade noch gefehlt. Ja. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Ja, okay, okay, okay. Okay. War also voll. Okay, da hätte mich der eigene Stupor fast gekillt. So, den machen wir mal kaputt. Wir haben eh schon viel zu viel Magie. Kommen Sie mal her, Mister. Kommen Sie mal her. Incendium hat einfach 650 Schaden. Das ist ja komplett geisteskrank. Komplett geisteskrank. Ja, okay. Ich glaube, das mit dem Zerstören der Statuen können wir auch jetzt sein lassen. Wenn die, die nicht zerstört werden sollen, die können auch nicht zerstört werden wahrscheinlich. Aber schauen wir mal hier hinten, wo wir die Eier einsetzen können. Kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Okay. Ich sehe nur ein Ei, oder was? Wo ist das andere hin? Was haben die Hüter mit mir vor? Okay, da kann ich eine Brücke ausfahren. Kann ich das Ei mitnehmen? Lumos. Okay, ich kann es quasi mitnehmen. Und ich kann es vor allem zerstören. Okay, vielleicht war es nicht so wichtig. Ich hoffe es mal. So, jetzt geht's mal weiter. Okay. Ja, das war vielleicht nicht ganz so smart. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll, ne? Okay. Wir gehen mal kurz nach hier unten und gucken mal, wo hier noch überall so Access Points sind, wo ich Akio wirken kann. Sonst irgendwo, ne? Oder. Revelio. Doch, da ist was. Da ist was drin. Wieso ist da was drin? Okay, schauen wir einfach mal. Akio. Hatte ich das letzte Mal Akio benutzt? Ich würde sagen, wir gehen mal zum anderen Bereich. Da war ja noch so ein Portal. Vielleicht müssen wir erstmal in diese andere Welt wieder. Okay, nee, hier war nicht so ein Portal, aber hier war eine Brücke. Okay, das heißt, ich habe das Gefühl, da auf der anderen Seite geht's weiter. Okay, was war das jetzt? Was schwankst du so? Los, schnell hier weg, bevor es aufhört, hier die ganze Zeit so rumzuwippen und das wieder runterfällt. Okay, jetzt kümmern wir uns um das Rätsel hier. So. Kann ich... Okay, ich kann das auch mit Repulso ein bisschen zurückschießen. Revelio. Jetzt gucken wir ganz kurz mit Revelio. Hier noch irgendwo was ist. Aber das sieht schlecht aus. Was ist mit damit? Das ist so gar nicht. Diese Plattform sieht aus, als würde sie mich ans Ziel bringen. Ja, nur wenn man halt auch genau weiß, wie es geht, ne? Kommen Sie mal erstmal wieder her hier. Mister Plattform. Oder kann ich Wingardium Leviosa einfach nutzen? Hm.
Ja, ich kann scheinbar ein Objekt, auf dem ich selber stehe, ich suche nach Spuren alter Magie. Nicht vor mir herbewegen. Ich bräuchte ja irgendwo so einen Punkt, wo ich Accio drauf wirken kann, ne? Wingardium Leviosa. Okay, Wingardium Leviosa bringt auch gar nichts. Lumos. Revelio. Kann ich den Turm irgendwie... Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Ja, das wissen wir ja schon. Aber wo? Oh Gott, ich bin ja so doof. Akio. Ich bin ja so doof, okay. Das ist einfach da oben. Weil davon bin ich nicht ausgegangen. Meine Schuld. Oh mein Gott. Ja, wie würde ich jetzt auf die andere Seite kommen? Um die beiden Kisten einzusammeln. Vielleicht werden wir durch das Portal gehen. Ja, ja, okay. I see what you did there. Halt dich doch am Rand fest, Mann. Stell dich mal nicht so an. Mensch. Ja, wollte ich einmal ein bisschen hier Content skippen quasi. Also, nicht Content skippen, sondern die Funktion skippen, dass ich halt erst Accio machen muss. Bitte. Was hat die Magie bewirkt? Bestimmt nicht, dass da dieses... Des Torbogens ansehen. Oh, das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Okay. Aber jetzt sind wir wieder hier, ne? Jetzt sind wir im roten Bereich und jetzt sind wir im blauen Bereich. Jetzt sind wir wieder im roten Bereich. Ey, come on, man. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Der Raum verändert sich, wenn ich durch den Torbogen trete. Nee, echt? Krass. Am besten mache ich das so, dass ich gar nicht mehr springen muss. Okay, wenn ich jetzt quasi von rot zu blau gehe, ist da die Sackgasse. Aber wir haben die Truhe gefunden. Das ist viel wert. So, ich muss quasi genau nochmal von der anderen Seite durch, würde ich sagen. Ich sehe einen Ausgang. Aber wenn ich durch den Torbogen trete, ist er versperrt. Mehr Statuen. Oder ich kann hier einfach schon weitergehen. Warte mal kurz. Und jetzt sind wir wieder im roten Bereich, ne? Und wenn ich jetzt mal durchgehe, sind wir wieder im... Immer noch im roten... Ah, okay. Nee, ich kann nur von einer Seite durchgehen, glaube ich. Okay. Ja, killen wir erstmal ein paar Statuen. Wir zerstören wieder ein paar Eier. Dann kommen sie mal raus, Mister Wächter. So, bam. Oh Gott, ich bin einfach ein Trottel. Warum lasse ich mich davon treffen? Aber Incendio regelt mal wieder. Okay. Incendio regelt einfach mal wieder. Wieso rolle ich da nicht? Wieso rolle ich da nicht? Okay. Ich würde sagen Leviosa. Bringt gar nichts. Habe ich natürlich gewusst.
Ich wollte euch nur testen, meine Freunde. Ich zerstöre. Oh, da ist noch eine Truhe. Ah, nee. Da, wo es weitergeht, ist noch eine Truhe. Okay. Okay, das heißt, wir wollen alles da oben machen. Aber hier geht es noch weiter. Okay. Das heißt, wir machen jetzt mal nicht das, sondern das. Und hier ist auch schon der nächste Punkt mit Magie. Geile Scheiße. Ah, jetzt haben wir quasi... jetzt sind wir wieder im roten Bereich, okay. Und jetzt müssen wir irgendwie da vorne hinkommen. Ja, man kann Kisten nicht zu sich kommen lassen, das ist ja sehr schade. Aber ich würde sagen, dann gehen wir einfach nochmal da durch, oder? Okay, das hat jetzt gar nichts gebracht irgendwie. Sind wir jetzt wieder im blauen Bereich? Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Ah, okay. Okay, also es ist immer wichtig, von welcher Seite man da reingeht, ne? Jetzt holen wir uns das Ding mit hier rüber. Das sollte eigentlich weit genug sein, hoffentlich. Ja, wir gehen lieber noch mal ein bisschen sicher hier. Was hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert? So, und das gebe ich jetzt zurück. Das muss jetzt anders sein. Stimmt, ich kann ja nur so rum dadurch. Genau. Jetzt ist die Plattform quasi auf der anderen Seite und jetzt können wir da langlaufen. Wir müssen jetzt die Treppe... Wo ist die Treppe? Da und da, okay. Ab zur Treppe und dann holen wir uns die Plattform und können damit easy zur anderen Seite schweben. Geil! Akio. Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Akio. So, nur wie kommen wir zu der Kiste da vorne? Ist hier noch ein Torbogen vielleicht? Ja, und die sorgt dafür, der sorgt dafür, dass ich nicht mehr zurück kann. Scheiß auf die Kiste, da ist eh nur was zum Anziehen drin. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ich mag das nicht. Ich habe Angst, dass das dann immer nach unten wegbricht. Aber ich glaube, das wissen die Entwickler. Und ich glaube, deswegen haben die das gemacht. Okay. Bam, Junge. Besiege einen Gegner mit einer Venimosa Tentacula. Okay, das können wir machen. Oh lol, da war noch ein vierter. Gar nicht gemerkt. Oh, da ist sogar noch ein vierter. Ja, okay. Das war ein kleiner Missblick meinerseits. Okay, okay. Die machen bösen Schaden. Die machen bösen Schaden, wirklich. So. Incendio.
Ich muss gestehen, so im Kampf die Sets zu wechseln, ist noch nicht, das fällt mir noch nicht so leicht. Und trotz der Tatsache, dass ich zwei Venimodus als Darkblast eingesetzt habe, habe ich keinen von denen gekillt. Also mit der Venimodus-Tentacula. Geil. Nicht. Aber gut, okay. Scheiß drauf, Digga. Wir gehen jetzt nämlich weiter und machen weiter mit der Prüfung. Okay. Let's go. Jetzt haben wir wieder die Welt gewechselt quasi. Und jetzt muss ich wahrscheinlich mit dieser... Ach hier. Mit dem Ding durch... durch das Tor hier durch, oder? Oder können die nicht dadurch? Haha. Was? Oh shit, my bad. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Ich dachte, da wäre noch was zu stehen. Okay, komm mal her. Aber hier. Okay, also man sollte im Sprung nicht nach links oder rechts sich drehen. Dann macht man eine sehr, sehr scharfe Links- oder Rechtskurve, je nachdem. Okay. Schaffen wir uns erstmal einen Überblick, würde ich sagen. Holen wir uns erstmal hier die Kiste. Hier können wir jetzt auch erstmal durch, ne? So, haben wir die Kiste schon mal organisiert. Wahrscheinlich hier durchspringen. Nice. Wir sind einfach so gut. Und jetzt ab zum Ziel. Okay, schönes Rätsel. Das war ein schönes Rätsel. Und natürlich wieder zwei Mega-Power-Tränke, die ich nicht einsammeln kann. Ich muss die mal wieder mehr nutzen. Ich bin einfach zu gut inzwischen. Einfach viel zu gut. So. Da wäre noch ein Mega-Power-Trank drin. Okay, die wollen auf jeden Fall, dass man vor dem Bossfight hier vielleicht Das gefällt mir gar nicht. Den hau ich einfach die Plattform runter, würde ich sagen. Oh ja. Haha, wir können ja einfach die Plattform runterballern. Wie geil ist das denn? Mit Confringo. Oh, man sollte auch mal ein bisschen die Augen aufmachen, vielleicht. Chillig. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so chillig. Ach du Scheiße, was war das denn? Das war ja komplett krass.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, der macht Schaden, der macht Schaden. Gut, dass wir haben noch genügend Aufladung. Alles gut, alles gut. Dafür die ganzen Heal Potions, okay. Macht Sinn, hat Sinn gemacht. Alter, man kann dem nicht ausweichen, okay. Man kann dem einfach gar nicht ausweichen. Ach du Scheiße. So, stirb. Bam, 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 bam. Alter, der ist... Der macht bösen Damage. Der macht bösen, bösen Damage. Dem kann man nicht ausweichen. Okay, krass. Dieser goldenen Kugel kannst du einfach nicht ausweichen. Oder kann ich die vielleicht mit Protego abwehren? Okay, das wäre es ja echt. Ja, okay. Die kannst du einfach mit Protego abwehren. Boah, das war knapp. Oh, shit, 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 shit. Oh, und ich kann die auch einfach schon vorzeitig zerstören. Boah, sind wir gut, okay. Sind wir gut. Okay, wir haben jetzt das... Wir haben den Dreh so langsam ein bisschen raus. Okay, ich kann es doch nicht Protegon mehr. Oder ich habe einfach das Timing gekackt wahrscheinlich. Okay. Okay, und ich kann auch keinen Super auf den wirken. Ja, nee, ich muss es vorher mit dem Zauber zerstören. Okay, ich merke schon. Ja, scheiße, ey. Ich hatte keinen... Kein Confringo mehr übrig. Ich kann doch super auf ihn wirken. Ich bin einfach nur behindert. Ja, Alter, wie habe ich das gerade eben gemacht? Okay, we did it. We did it. Hat nur 8 Heal-Pots gekostet. Vielleicht kann ich jetzt zurückgehen, wo wir vorher waren. Da kann ich noch ein paar mehr zurückholen. Endlich. Ja, sieht schlecht aus, okay. Ja, aber das war doch eine gute Prüfung. Hat nur 8 Heal-Pots gekostet. Nicht kacke. Ich wollte gerade sagen, schaukelt hier nichts mehr, oder was? So, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Noch eine Kiste. Okay, dann gehen wir der ganzen Sache gleich mal etwas noch auf den Grund, ne? Ist hier hinten noch irgendwas? Nee, sieht gut aus. Das ist so der Percival, oder? Eine Statue von dem. Revelio. Okay, vielleicht kommen wir hier gleich hin, wenn wir mit den Karren fertig sind. Mal schauen. Genau, ja. Dann gehen wir der Sache mal ein bisschen auf den Grund. Zack. Das ist auch ein cooler Ort, um eine Erinnerung aufzuheben.
wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Facts, okay, krass. Wenn hier einfach hart über Facts geredet. Also da bin ich natürlich absolut auf der Seite von dem Percival. Und ich denke mal, ich kann schon erahnen, worauf es hinausläuft. In ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Okay, Timeskip. Ich muss mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Sus. Das ist sus. Aber auch interessant. Also wir erfahren immer mehr über die Geschichte. Das ist sehr, sehr wichtig und richtig. Und jetzt raus hier. So was von raus hier, ganz genau. Wenn ich komme nicht da durch und ich komme auch nicht da zurück, sondern hier ist ein Tos. Noch mehr kristallisierter Stein. Tor. Das muss der Weg. Oh ja. Hätte ich mich mal selber ausreden lassen. Ich hätte es mir selbst erklärt. Ja moin, wer ist denn da? Das sind's mal wieder in der Kartenkammer. Ah, okay, und das ist quasi... Okay, okay. Ah, nee, nee. Hä? Okay, interessant. Ach, kann ich hier auch so den aktuellen Stand... Okay, ich muss sie nicht anreden. Ob ich den aktuellen Stand halt von der Karte da sehen kann. Der hat wahrscheinlich die nächste Prüfung für uns. Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor. Rookwood. Oh yeah, Baby. Das haben wir. Sie kommen mir bekannt vor. Ich nehme an, Sie haben mich im ersten Denkarium gesehen. In Gringotts. Facts. Sie haben also den Aber das wussten wir doch. Komm schon, gefunden. Alan, das wussten wir doch. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Nett, okay. Dann heben wir die mal auf, ne? Über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm, es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Ey, das war nicht der Deal. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Ich dachte, ich soll die so schnell wie möglich machen, damit wir... Der Name Rookwood, denken Sie?
Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Bevor Sie gehen... Okay, interessant. Ja, ganz genau. So, dass hier der Vieh schon mal weg ist und ich noch ein bisschen hier... Dass wir hier unter uns reden Professor, können. Professor, sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Sehr schön, okay. Ich habe auch direkt eine Errungenschaft dafür. Oh yeah, geil. Und damit haben wir dann auch die erste Prüfung abgeschlossen. Mal schauen, was als nächstes kommt. Scheinbar kommt jetzt erstmal der Herbst. Geil. Sehr, sehr gut. Wir sind auch schon fast Level 20. Das ist der Hammer. Wir kommen richtig, richtig gut voran. Bin auch gespannt, was sonst noch so kommt. Okay, schauen wir mal, was wir noch so für Aufträge haben. Keine. Okay. Scheiße. Verbessere deine magischen Fähigkeiten, um die nächste Herausforderung anzutreten. Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal in den Raum der Wünsche, bis wir die nächste Eulenpost bekommen. Und da stehen hoffentlich auch die nächsten Aufträge für uns drin. Ich sollte Sirona in den... Yeah, da ist schon. Leere Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Ich hoffe, Sie werden mich für eine dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit, sobald Sie sind, mich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Okay, damit haben wir jetzt schon mal alle unser Zeug wiedergeholt. Und wir gucken mal hier in unsere Aufträge rein. Wir haben jetzt einiges bekommen. Yep. Ein wenig was haben wir jetzt bekommen. Alles klar. Unterrichtsstunde Tierwesen. Ich muss den Tierwesenunterricht bei Professor Hohen besuchen. Okay, das machen wir später. Gladwin Moon, der Hausmeister von Hogwarts, möchte mit mir über etwas sprechen. Ich soll mich in der Empfangshalle mit ihm treffen. Und das gibt mir Alohomora. Oh mein Gott. Oh ja. Und endlich diese scheiß Tür noch. Ich muss nach Hogsmeade reisen. Sirona dürfte in den drei Besen zu finden sein. Sprich mit Sirona in den drei Besen. Und dafür bekomme ich die Pulso. Und dann soll ich noch Trollpopel suchen. Die Pulso, also Ditte, auf einen levitierten Gegner anwenden. Und noch die Konkurrenz wegfegen. Also eine Besenverbesserung bei RB Weeks holen. Alles klar. Wir gucken mal kurz in unsere Ausrüstung rein. Guck mal eben, ob wir irgendwie was Besseres haben. Nee, dann... Können wir das auch vielleicht gleich alles verkaufen? Okay, das können wir noch gleich entzaubern. Das schauen wir uns ganz, ganz flott an. Haben wir hier irgendwie was Interessantes? Okay, da für Stufe 20. Wir sind fast Stufe 20, ja. Und da auch Stufe 20. Gut, dann würde ich sagen, ganz, ganz flott hier nochmal entzaubern. Bei dem guten Büchlein, was wir da haben. So, zack. Sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber ist sehr nützlich, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Ja, okay. Genau das würden wir auch, glaube ich, als erstes machen.
Also, nee, das machen wir nicht. Ich habe ja noch kein Depulso. Ich will erstmal das mit Depulso machen. Und zwar müssen wir dafür nach Hogsmeade. Okay. Auf der Karte finden. Ab nach Hogsmeade. Zack, okay. Nun gut. So, ich würde sagen, wir gehen noch eben ganz kurz zu den drei Besen. Gehen eben rein. Oh, okay. Wir reden dann aber erst beim nächsten Mal mit Sirona. Wir sind jetzt hier in den drei Besen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann. Tschüss.